Okay, erstes Platoon, wir rücken ab. Na los, na los! Hey. So eine Wunde ist erst in 8 Wochen verheilt. Bin bereit, Sergeant. Sie haben mein Wort. Oh, Ihr Wort, ja? Das ist einen feuchten Dreck wert. Es geht Ihnen gut, hä? Huh? Hab mich noch nie besser gefühlt, Sir. In Ordnung, Private. Kratzen Sie nur bitte nicht an. Panzer unterwegs! Gut festhalten! Wird eine harte Fahrt! Ist ja ganz was Neues. Ich denke, Pearson mag dich! Ah, wie ein Tiger den Hirsch mag. Na los, na los! Unterm Strich hältst du tapfer durch. Und was ist mit dir? Ich konnte euch doch nicht den Spaß überlassen. Spaß ist unter Pearson nicht erlaubt. Weißt du, wieso er dich immer so triezt? Passerienpass. Hat meinen Freund verloren. Ja, macht ihm Artikel 15 und deine Degradierung. Da musst du so streng sein. Seine Männer haben bezahlt. So war ein Reinfall. Ein Massaker. Die Nazis waren gnadenlos. Wir haben nur überlebt, weil sie keine Zeit hatten, den Restausgang zu versuchen. Ich habe wegen dem alten Mistkerl fast alles verloren. Turner ist noch nicht drüber weg. Er war es auch, der ihn angeschwärzt hat. Aber Pearson denkt, wenn ihr ein Musterplatoon werdet, wird das gestrichen. Wir sind also eine Streichkolonne. Ja, langsam kaputt. Deshalb wird er niemals aufgeben. Er tötet uns zu entfernen. Hey, wisst ihr, was ich will? Scheiß Futter. Du hast gerade gefuttert. Scheiße auf Toast zählt nicht. Hey. Wie wär's mit Barbecue, hä? Wir hatten keine Chance. Was wär's da mit dem offenen Sarg? Das ist jemandes Sohn. Nein, nur ein Deutscher. Daniels hat recht. Die sind nicht alle böse. Von da kommen auch Kepler, Mozart. Die auflegen. Marlene Dietrich. Gleich interessant. Nicht zu vergessen ihre Erfindungen. Die Druckerpresse, Elektronenmikroskop. Frankfurter. Ihr macht mich fertig. Hört ihr das? Es kommt hierher! Bleibt in die Stukas! Mission 1 total übersprungen. Warum? Keine Ahnung. Er bricht aus der Deckung! Aber ich dachte, ich nehme trotzdem mal auf. Alter! Da geblockt. Du Blogger. Feind geht auf den FD, sind ihr Schöne. Alle runter. Wir sind auf der Übel!
Geschoss, Alter! Ich brauche mehr Munition, Sir! Hier, Daniel! Kraft macht! Eine Granate! Dann hier mein Trupp, hä? Können wir nicht angehen. Ja, toll. Alter. Wie soll man das denn jetzt machen, wenn ich da schon starte? Alter, ja. Welche Richtung sollte ich denn? Damit! Mach ich! Wir müssen zu unseren Panzern stoßen! Hä? Verteidigung! Sie rücken den Osten vor! Leise, eine Granate! Zurück! Ich sehe Sie! Ich bin von dem Schild, Daniel!
könnte Munition gebrauchen, Sir! Hinterhalt erwischt, aber das haben sie bezahlt. Die Stellungen sind durch Parks geschützt. Wir müssen uns darum kümmern. Okay, Pearson, führen Sie ein Schützenteam durch die Plantage und suchen Sie einen Übersichtspunkt. Schwächen Sie die Parks, ich leite den Angriff mit Perez. Ja, Sir! Daniel, Sussman, Sie kommen mit. Na los! Perez sagt der Pack 38er, oder? Was sind das für Dinge? Deutsche Artillerie. Panzerkiller. Hast du das Memo nicht gelesen? Was sollen wir denn gegen Panzerkiller ausrichten? Das habe ich mich auch gefragt. Erstmal schön durch die Apfelplantage latschen. Eine von unseren. P-47. Verdammt. Wäre ich nur schneller an der Flak gewesen. Mach dich nicht fertig. Das sind Zivilisten. Das ist ein Kriegsverbrechen. Sag bloß, Streber. Wir kämpfen hier gegen Nazis. Feldstecher raus! Das sind Perez und die Jungs. Die fahren direkt in die Hölle. Wir müssen die Packschützen ausschalten. Contact!
alles sicher! Achtung! Verbündete Panzer kommen über die Gräben! Eine weitere feindliche Stellung hinter den Hecken! Hinter den Panzern sammeln! Alle Mann sammeln! Sammeln! Sammelt euch hinter den Panzern! Okay. Mach ich glatt. Sinnvoll an. Alle Panzer vorwärts! MG-42! Hey, hinter den Panzern sind weg! Da laufen Deutsche aus den Gräben! Kontakt, 12 Uhr! Alles okay? Danke, alles gut. Ich habe ihn im Visier. Feindliche Infanterie. Bin ich denn jetzt bitte gestorben? Durch eine Granate. Schön.
wo ich davon irgendwie nichts mitkriege. Da glaube ich halt noch nicht. Lieutenant! Still! Offizier anwesend! Okay, zuhören! Charlie-Kompanie wird nahe der Kirche angegriffen. Sie brauchen Munition und Feuerkraft. Schicken Sie einen Trupp los! Sir, wir sind schon ausgedünnt. Es geht noch dünner! Ja, Sir. Scheiße! Wir können die Jeeps nehmen, aber wir brauchen Panzerunterstützung. Das ist der Plan. Perez! Pearson folgt Ihnen mit dem Trupp. Geht nicht. Wir haben Befehle von Collins. Wir gehen mit der 11. nach Westen. Verdammt nochmal. Den Jungs, da läuft die Zeit davon. Ihr macht es allein. Nehmt die Jeeps und los. Schnell! Alles klar. Dann mal los. Ja, warum nicht? Charlie hat Scheiße am Arsch und wir haben das Papier. Na los! Da vorne fahren. Hey. Wo geht's nach Marigny? Danke fürs pünktliche Erscheinen. Danken Sie, Captain Davis. Das war sein Befehl.
Okay. Die Sonne geht bald unter. Sie kriegen eine Atempause. Verzeihung, Sergeant. Ja. Die halbe deutsche Armee ist auf der anderen Seite der Gebäude. Sollten wir vielleicht einen besseren Platz suchen für einen Perimeter? Sicher, Private. Vielleicht ein nettes Zimmer im Ritz? Sir. Er hat nur Angst. Vielleicht sollten Sie sich um Ihre Probleme kümmern. Ihre Seite sieht verdammt beschissen aus. Mir geht's ganz toll, Sergeant. Daniels, passen Sie auf ihn auf. Nur Stolz ist gefährlicher als ein Feind im Gebüsch. Ausruhen, Männer. Mach ihn nie bei Sonnenaufgang. Ich kann nicht glauben, dass ich wieder an Sussmans Seite stehe. Er schlägt sich gut, wenn man bedenkt, dass wir uns gerade meilenweit durch Wälle gekämpft haben. Man sollte meinen, dass Pearson Rücksicht auf ihn nehmen würde. Falsch gedacht. Ja, und das war's auch schon mit dieser Folge. Ich wollte nur mal eine Folge, wenigstens eine Folge mal hochladen, damit ihr mal seht, wie heftig diese Grafik von diesem Spiel geworden ist. Obwohl ich immer noch finde, dass es sehr linear gezogen Spiel. Eigentlich ist es nur Quake im Zweiten Weltkrieg, finde ich. Aber gut. Ich kann hier zwangsweise nur fortfahren drücken. Und dann war es das auch schon wieder mit dieser einen Mission. Jetzt die Festung geht es dann weiter. Wenn ihr weiter sehen wollt, müsst ihr zwangsweise einen Kommentar da lassen, weil sonst spiele ich nicht weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.